Irgendwann, irgendwo auf einer Farm in England, lebte ein Bauer, der gerne mal einen über den Durst trinkt. Und seine Tiere, die das satt haben. Die Drecksviecher können mich mal. Schatz, ich gehe in die Kneipe. Genossen, der Animalismus wird uns die Freiheit bringen. Jawohl! Auf in den Kampf! Genossen, die haben wir fertig gemacht. Ja! Ey, yo, Leute, wir haben uns Lesen und Schreiben beigebracht und ein paar neue Regeln haben wir uns auch noch ausgedacht. Erstens, alles, was auf zwei Beinen geht, ist ein Feind. Zweitens, kein Tier soll Alkohol trinken. Drittens, kein Tier soll ein anderes töten. Und viertens, alle Tiere sind gleich. Sind alle damit einverstanden? Ja! In Animal Farm hat George Orwell eine historische Erfahrung verarbeitet. Die russische Revolution stürzte den Zaren, um Gleichheit zwischen allen Menschen zu schaffen. Am Ende aber stand eine neue Alleinherrschaft. Stalin hat das System ausgenutzt und sich selber zum Diktator ernannt. Diesen schleichenden Prozess beschreibt auch Orwell. In Napoleon ist unschwer, Josef Stalin wiederzuerkennen. Zum Beispiel beseitigt er seinen Gegenspieler Snowball, der an den Idealen der Revolution festhält. Snowball ist also Leon Trotzki. Um seinen Alkoholismus zu finanzieren, verkauft Napoleon die Eier der Hennen. Da diese dagegen revoltieren, machen die hinterlistigen Schweine kurzen Prozess. Gibt's zu! Snowball hat euch zum Aufstand angestiftet und ihr habt die Farm wegen ihm verraten. Seid euch zuliebe ehrlich. Ja, ich wollte meine Kinder schützen, aber ich habe niemanden verraten. Verräter verdienen keine Gnade. Nicht besser als den Hennen geht es allen anderen Tieren, die es wagen, zaghaft Einspruch zu erheben. Ich glaube auch. Aber... Man könnte meinen, man wäre auf dem Schlachthof. Nach dem Massaker verkriechen sich die Tiere verängstigt in ihre Ställe. Und die Gebote werden einfach zurechtgebogen. Squealer, du weißt, wie der Hase läuft. Ändere das dritte Gebot. Jawohl, Boss. Die Jahre gehen ins Land und die Schweine irgendwann auf zwei Beinen. Ihre Schreckensherrschaft hat mit den Ideen der Revolution nichts mehr zu tun, denn manche Tiere sind nun gleicher als andere. Sogar die einst so verhassten Menschen sind nun tierisch gute Freunde, mit denen sich sogar lukrative Geschäfte machen lassen. Auf eine gute Zusammenarbeit! Prost! Spiel mal Poker! Auf geht's! Ich hab gewonnen, ihr Loser! Du Betrüger! Eine saubere Sauerei haben die Schweine der Animal Farm da angerichtet. Doch wie konnte es so weit kommen? Lag es an der Dummheit der Tiere oder an Napoleons Kampfhunden? Gut möglich. Aber vor allem die Hinterlistigkeit und der ständige Machtmissbrauch der Schweine waren ein großes Problem. Aber es lag nicht nur an den Schweinen. Auch die ständige Naivität der Tiere hat eine große Rolle gespielt. Orwell beschrieb den Ablauf der russischen Revolution mit Hilfe einer Tiermetaphorik. Jede Figur aus dem Buch verkörpert eine historische Figur aus der Realität. So ist Napoleon Josef Stalin, Snowball Leon Trotzki, Squealer die Propagandaminister und die Hunde der KGB. Man kann klar erkennen, dass so eine unvorstellbare Ungerechtigkeit nicht nur in einem Roman existiert, sondern auch in der Realität. Machtmissbrauch, wie er in George Orwells Roman Animal Farm zu finden ist, ist eben keine Seltenheit. Auch aktuell kann man am Beispiel des Ukraine-Kriegs Machtmissbrauch und Unterdrückung der Bevölkerung erkennen. Dies ist ein Grund, warum Romane wie Animal Farm wichtig für uns sind. Sie informieren uns über zentrale politische Themen, die auch unser Leben beeinträchtigen könnten. Musik.